Ja, es geht jetzt darum, die Funktion f von x gleich 2x plus 2 durch x in Klammern hoch 3 abzuleiten. Wir verwenden dazu die Kettenregel. Und die Kettenregel heißt, f von g von x abgeleitet ist g' von x mal f' von g. Das ist die Kettenregel. Und die erste Frage, die sich uns stellt beim Thema Kettenregel ist, was ist die innere Funktion? Wie lautet die? Ja, bitte. 2x plus 2 durch x. Jo, das ist die innere Funktion. Wie heißt die äußere Funktion? X hoch 3. Nein, das dürfen Sie hier bei mir so nicht sagen. G hoch 3. So ist es. Und Sie dürfen das bei mir nicht x hoch 3 nennen. So, Sie sehen, wir brauchen die Ableitung g nach x abgeleitet. Was ist 2x plus 2 durch x abgeleitet? Ja? 2 minus 2x hoch minus 2. Jo, also das hier können Sie schreiben als 2 mal x hoch minus 1. Und die Ableitung von x hoch minus 1 ist minus 1 mal x hoch minus 2. Also ist das minus 2x hoch minus 2. Oder 2 minus 2 durch x². Das ist die innere Ableitung. Was ist die äußere Ableitung? Das ist die äußere Ableitung. Zweite Reihe bitte. 3g². So, und jetzt sagt uns die Formel, dass f' von x ist ja das gleiche wie g' mal f'. Also g' ist 2 minus 2 durch x². G' ist 3g². Welchen kleinen Fehler habe ich gemacht? Ja? In Klammern ist 2 minus 2x. Jo, und jetzt nächster Schritt. Nächster Schritt, ja? Fürs g noch die 1 jetzt sagen, 2 minus 2 durch x² mal g mal in Klammern 2 minus 2x² hoch 2. Statt des g hinschreiben, ja. Genau. Statt des g die 2x plus 2 durch x hoch 3 hinschreiben. Das genügt eigentlich als Ableitung. Also das würde ich jetzt nicht weiter vereinfachen. Wie gesagt, das genügt als Ableitung. Vielleicht noch eine Bemerkung. Wenn Sie irgendeinen Ausdruck a plus b hoch 3 haben und Sie die Klammer auflösen wollen, wie lösen Sie bei dem Ding die Klammer auf? Da gibt es eine binomische Formel, Niveauklasse 8. Sie wissen, ich habe eine 8. Klasse, ich habe das mit meinen 8ern also gemacht. Sie wissen es alle nicht. Also das ist eine Formel, die wäre es ganz nett, wenn Sie die auswendig könnten. Also a hoch 3 plus b hoch 3 ist bestimmt falsch. Da fehlt noch eine Kleinigkeit, es sei denn a und b ist 0, dann ist die egal. Welche Kleinigkeit fehlt? Da fehlt plus 3 a Quadrat b plus 3 a b Quadrat. Ja, das hat etwas mit dem Pascalschen Dreieck zu tun, das ist die Zeile 1, 3, 3, 1. Und das, so etwas sollten Sie wissen, zumindest im Hintergrund. Also wichtig ist nur, dass wenn Sie das nicht auswendig können, können Sie es ausmultiplizieren, das funktioniert. Aber Sie sollten halt nicht rechnen, a plus b hoch 3 ist a hoch 3 plus b hoch 3. Wenn Sie das rechnen, sind Sie in der Regel immer falsch. Wenn Sie die Formel nicht auswendig können, multiplizieren Sie es halt aus. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?